Hallo, heute habe ich Übungen aus meinem Lehrbuch gemacht und eine Aufgabe mit interessanten Fragen gefunden. Diese Fragen lauten so: Haben Sie ein deutsches Lieblingswort? Welches und warum? Zuerst habe ich diese Fragen komisch, merkwürdig gefunden. Wieso muss ich ein deutsches Lieblingswort haben? Das klingt komisch. Aber dann habe ich ein bisschen nachgedacht und verstanden, dass ich wirklich ein deutsches Wort besonders gern mag. Das ist das Wort gemütlich. Jetzt erkläre ich warum. Erstens ist es ein wohltönendes, ein schönes Wort. Für mich ist das so, gemütlich, klingt sehr schön. Und zweitens bedeutet das Wort etwas Angenehmes. Wenn ich das Wort gemütlich ausspreche, dann stelle ich mir vor, wie ich an einem kalten Regentag zu Hause in einem bequemen Sessel sitze, warmen Tee trinke und ein Buch lese. Das bedeutet für mich gemütlich. Vielleicht haben Sie auch ein Lieblingswort, ein deutsches Lieblingswort. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!